Wenn der Teppich soweit fertig ist, muss er noch für den Plan aufbereitet werden. Hierfür werden die Teilbilder gewechselt. Beim Teilbild wechseln kann das Bewährungsupdate auch ausgeschaltet werden. Ja. Die Hintergrundteilbilder werden hier deaktiviert. Und das Teilbild 5011, was hier für die Planaufbereitung vorgesehen ist, aktiv geschaltet. Man kann natürlich noch die Teilbilder entsprechend beschriften, wie es hier schon geschehen ist. Der Teppich wird fürs erste passiv in den Hintergrund gelegt, dann kann man das schließen. Beim Separieren der Teilbilder, wenn man das zentriert, sind schon die Planaufbereitungssymbole mit hinterlegt worden, was eine komplette Gruppe ist, wenn es um die Symbole geht. Die Beschriftungen sind vorhanden und die Planaufbereitungssymbole hängen zusammen. Diese können am besten mit der Punktemodifikation noch angepasst werden. Vor allem hier diese Aufrollrichtung, welche relativ knapp an der Bewährungsbeschriftung liegt. Das wird dann ein wenig weiter rüber geschoben, damit das besser mit der Beschriftung zusammenpasst. Und in diesem Fall wäre es dann wohl günstiger, die Bewährungsbeschriftung noch zu verschieben. Jedenfalls Punktemodifikation wird beendet und über die Teilbildliste der Montageplan aktiv dazugesetzt. Die Planaufbereitung ist modifizierbar im Hintergrund, damit man das sieht. In diesem Fall wird die alte Eisenbeschriftung nochmal gelöscht und mit den Beschriftungswerkzeugen Maßlinienverlegetext nochmal neu erzeugt. Weil links alles im Weg ist, wird die Maßlinie am rechten Ende des Planes platziert mit den entsprechenden Beschriftungsoptionen, unter anderem der entsprechenden Ausrichtung der Positionsnummer. Dann wird nochmal die Teilbildliste geöffnet, um das Planaufbereitungsteilbild zu aktivieren. Dann wird das wieder geschlossen, denn um den Plan aufzubereiten, braucht es auch noch den Textstempel der BAMTEC-Datei, welcher an der Maus hängt und dann platziert wird. Gewisse Texte können dann noch verschoben werden. Und für die Beschriftung, was es dann ist, welche Textposition es ist, kann man dann noch die Beschriftungswerkzeuge nehmen oder sich in der Bibliothek bedienen, falls man dort etwas hinterlegt hat. Hier wurde ein Symbol hinterlegt, was man für die Beschriftung noch nutzen kann. Das kann man absetzen und den Rest entsprechend aufbereiten. Welche Position es ist, welches Überschrift es ist und alle weiteren Angaben, welche dann noch im Text angepasst werden müssen.